Gut, meine Damen, meine Herren, erstmals einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen im ORF-Zentrum. Mein Name ist Markus Wasel, ich werde jetzt die nächsten 1,5 Stunden Ihr Guide sein. Wir werden uns über die Studios anschauen, ja, uns das Ganze von der technischen Seite ein bisschen besser betrachten. Bevor wir loslegen, habe ich geschwind zwei ganz wichtige Bitten. Erste Bitte wäre, dass Sie alle Ihre Handys ausschalten, falls Sie das noch nicht gemacht haben. Und wie wir noch sehen werden, das ganze Zentrum ist ein bisschen wie ein Labyrinth aufgebaut. Sprich, da ist es uns schon öfters passiert, dass Leute verloren gegangen sind. Ganz wichtig, bitte sagen Sie es mir mal vorher, bevor Sie kreischen gehen. Ja, bitte mit dem Ohren zurück. Gut, dann legen wir gleich mal los. Na, dann gehen wir, oder? Das war die 1924 gegründete RAVA, die Radio- und Verkehrssender. 1924, das war damals natürlich noch kein Fernsehen, das war ein reiner Radiosender. Der Start gehabt hat bis 1938 und dann wurde die RAVA gleich wieder aufgelöst. Gut. Der Anschluss, ja, schön der Herr ist einmarschiert, hat die RAVA aufgelöst und den Reichsfunksender abgelöst. Am Anfang hatten wir das große Problem, dass wir noch kein schönes Zentrum fürs Fernsehen hatten, so wie hier. Nein, wir hatten viel mehr über 100 Zweigstellen, die über ganz Wien verteilt waren. Ja, und seit 1992 verwenden wir den ORF Ziliasmann. Der ist bis heute in Gebrauch, den kennen Sie alle. Wenn Sie ORF einschalten, sehen Sie den grünen Wasserzeichen. In der Hauptschule werden auch die ersten Sachen gedreht. Genau, also das waren die ersten. Es gab zwei, drei Filmlocations, die haben wir angefangen. Und zwar das Neujahrskonzert von 1969. Ja, und dann noch eine sehr bekannte und beliebte Fernsehmoderatorin, die in jungen Jahren Sie wirklich erkannt haben, Petra. Ja, so willkommen. Was kann so man sie verkehrt? Stimmt, auch anders, oder? Nein, ich genau so angefangen. Warum ist nicht, warum soll diese Geschichte jetzt erzählen? Ja? Na? Bitte, kommen Sie doch mal vor. Ja, ja, kommen Sie mal vor. Schön, wenn Sie lächeln. Bitte nehmen Sie gleich, stellen Sie sich gleich in eine Vorderposition. Ja, und mehr Hilfs, Hände da drauf. Meine Damen, diese nette Dame ist jetzt unsere neue konkrete Moderatorin. Dennoch kann ich sie natürlich ganz leicht mit zwei Fingern aufheben. Das verdanke ich dem hydraulischen Gummstativ, auf dem alle Kameras montiert sind. Und je nachdem, diese rote Markierung hinzeigt, dorthin kann ich die Kamera schieben. Wenn ich die Kamera schiebe, dann merke ich gleich, wie schwer das ganze Ding ist, denn der Sockel unten wiegt ein bisschen über 200 Kilo. Meistens Sendungen, nicht bei einer, aber bei den meisten Sendungen steht da nichts drauf, sie sind komplett leer. Der hat geile Schuhe. Willkommen in Studio Nummer 1. Das ist jetzt das größte Studio, das wir hier im ORF-Zentrum haben. Mit einer Grundfläche von 1500 Quadratmetern. Hierinnen werden praktisch alle ganz großen Fernsehshows gedreht, die wir beim ORF produzieren. Die letzte wirklich große Show, die hierinnen stattgefunden hat, war natürlich die große Chance. Peter Rapp mit Oliver Bock und den ganzen Talenten. Jetzt hingegen sehen Sie eine ganz andere Kulisse. Und zwar hierinnen die Vorausscheidung zum Song Contest 2015. Wären jetzt zum Beispiel Dancing Stars. Das haben vielleicht auch gesehen. Das ist unser großer Ballroom, unser Balsam. Ja, da der Nur hat da der Studio natürlich noch ein bisschen anders ausgeschaut. Grundsätzlich dauert der Bühnenaufbau von so einer großen Kulisse wie Dancing Stars 2 bis 4 Wochen. Studio Nummer 1 ist unser Vorzeigestudio, ja, das heißt die Scheinwerfer verwendet. Circa ein Drittel einer Scheinwerferinnen ist schon LED. Ja, das heißt, wir können auch elektronisch rumfahren, rauf, runter, hin und her. Ja, aber das gibt es wie gesagt nur. Sie können es gerne machen, ich bin geschult. Der Kiddie-Contest war früher der Herrin, oder? Ja, das ist richtig. Der Kiddie-Contest war früher auch Herrin, ist aber schon länger her. Dann gehen wir vielleicht eine Ahnung, wovon diese Symbole sein können. Ja, jetzt schaut es wieder ein bisschen freundlicher aus. Hier befinden wir uns jetzt im Ausstattungsbereich. Über 100 Länder übertragen. Ist quasi eine Visitenkarte von Österreich. Mit dem Weitwinkel wirkt das Ganze auch wieder ein bisschen auseinandergezerrt, wie wir vorhin schon gesehen haben. Gut, schauen wir weiter. So,
zu drehen anfangen. Das heißt, das Knochen und einiges schneller und effizienter. Sie sehen vorne die fünf Pulte, wo nachher die Kanäle. Sind die alle für Frankie? Ja. Yeah. Nina. Ah, bist du nicht. Kannst du mal was kommen? Cool. Das ist. Herrlich. Super. Dreck Scherde bei der Welt. Toll, das geht so gut, hörst du schon? Ja, voll. Was? Wer ist denn der alte Herr da? Der Grabart. Ja, selbst herstellen. Dazu haben wir Bildmauerei, Schlosserei, Tischlerei, Malerei und Tapetiererei. Die ganzen Kulissen werden immer aus sehr, sehr leichten Materialien hergestellt. Die sind auf Rädern. Damit sie wiederum ganz einfach von A nach B geschoben werden können und die Kulissen möglichst rasch auf- und abgebaut werden. So stehen nicht die Kameras. Ja, all diese Sendungen, damit man eben auch ohne Behörde ist. Wir spazieren hinten hinaus. Sie können gerne auch noch dahinter ein bisschen raufkommen, damit Sie ein bisschen besser sehen. Ja, das hier ist jetzt der RP2, Regieplatz Nummer 2, ist einer der kleineren Regieplätze, die wir hier haben, dennoch voll ausgestattet und Sie haben es vielleicht schon mitgehört, was ich mit dem Kollegen geredet habe, dieser Regieplatz ist brandneu, ich glaube man riecht es auch noch ein bisschen, das hat über ein Jahr gedauert, in dem der umgebaut wurde, er wurde nämlich HD-tauglich gemacht und ich bin jetzt auch das erste Mal seit, glaube fast 2 Jahren wieder hier drinnen, ja, muss sagen, ist wirklich sehr, sehr hübsch geworden. Man kann jeden Regieplatz mal grundsätzlich in 3 teilen. Dann, was haben wir noch? Links sitzt noch ein weiterer Regieassistent. Ja, da gibt es den Textgenerator. Lesen, ja, ein Tontechniker, falls irgendwas sein sollte. Ja. Die Videos schneiden. Es gibt zwei Beiträge, die von Kollegen. Ja, ja, gell? Ja, nein, er macht das gut. Ja. Meine Herren, wir sind damit schon am Ende unserer Führung angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen allen gefallen. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Kommen Sie gut nach Hause. Okay. Wiederschauen. Okay. Wiederschauen. Super. So, Herr Ö4 TV, Chef. Nicht lange Zeit, ich muss da in Schminkstudio. Gell? Ach so, ja. Ja. Resümee der OF Backstage. Backstage. Führung. Interessant oder? Sehr interessant. Ja, aber es war nicht das dabei, aber was wir für, uns eigentlich für zu wenig erwartet haben für uns. Aber das Filme machen. Video Freaks. Ja, genau. Vor allem für Ö4 TV war nicht allzu viel dabei. Der mickrige Regietisch, der neue. Das kommt an uns eine zu. Nein, war ganz interessant eigentlich. Ja. Der Oberenzer. Ich bin der Mehrheit an. Wir haben zwar schon sehr viel zum zweiten Mal gesehen, aber. Ja, das stimmt, ja. Nachdem wir sowieso nichts aber mehr. Aber es war für uns wie immer wie neu, nicht? Weil wir haben schon. Nachdem extrem wir sowieso nichts mehr merken, also war es. Alzheimer. Aber es so war. So lerne ich jeden Tag was Neues kennen. Vorhin lassen wir da welche Wechsel. Erde gibt es keine. Wir waren ja vor nicht allzu langer Zeit. Ja, nicht das schon einmal. Und schon einmal bei einer Operation hinter mir. Und da haben wir sehr viel aber wieder gesehen, was wir schon einmal gesehen haben. Ja. Also Technikführung ist meiner Meinung nach etwas anderes. Also mehr technischer Bereich. War eigentlich auch der Grund, dass wir diese Führung wiederholt haben. Aber ganz zufrieden sind wir eigentlich nicht. Das ist ein WLAN Bluetooth. Ja, ja. Wir haben da irgendwo am Tisch sitzen. Ja. Ich brauche auf die Nacht noch ein Stück Film. Ich muss noch.